geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Challenge-Video. Erstmals seit Ewigkeiten mal wieder. Heute gibt es etwas, was es bisher, glaube ich, erst einmal auf meinem Kanal gab. Und zwar die gute alte Fahrschuh-Challenge. Die haben wir zuletzt in F1 2019 gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und zwar geht es darum, mit Controller und allen möglichen Fahrhilfen zu fahren. Und einfach mal zu schauen, wie man so zurechtkommt. Das hört sich vielleicht unspektakulär an, aber alle Fahrhilfen sind tatsächlich nicht ohne. Wir haben auch vor allem die Lenkhilfe an, vor der graust es mir jetzt schon. Das wird überhaupt nicht lustig. Wirklich alles. Fahrschule halt eben. Bin sehr gespannt, wie wir so zurechtkommen werden. Gegen 100er KI, also eine recht normale Stufe. Da werden wir somit nichts geschenkt bekommen. Das kann wirklich was werden. Wir sind unterwegs in Spa, wo ja auch die echte Formel 1 zu Gast sein wird an diesem Wochenende. Wo ich übrigens auch bin, dieses Jahr wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielleicht sieht man sich dort, ja, wer weiß. Jetzt geht's aber rein in diese Challenge. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Vom 15. Platz aus geht es an den Start im Alpine von Ocon. Und somit gehen wir auch schon rein. Kupplung müssen wir selber drücken, oder was? Da ist tatsächlich wohl kein Feature bei den Fahrhilfen. Das ist sehr interessant. Dann geht's auch schon rein ins Rennen. Mit die größte Umgewöhnung für mich persönlich wird... Ah! Ah! Nein! Da geht's schon los. Wird der Controller auf jeden Fall. Aber diese Lenkhilfe. Ich wollte da gerade innen bleiben. Die lässt einen nicht weg von der Ideallinie. Das ist der Wahnsinn. Und genau deshalb ist das hier wirklich eine Challenge. Ich vermute vor allem an einem Start, vor allem in einer ersten Runde. Wir starten auch direkt neu. Das ist natürlich mit so Frontflügelschaden direkt von Anfang an wenig Sinn machen würde. Lass mich hier innen rein! Man muss da voll kämpfen. Das soll eine Hilfe sein. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Also falls ihr irgendwie ein neuerer Spieler seid, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, zumindest diese Lenkhilfe zu deaktivieren. Alles andere hat ja irgendwie eine Daseinsberechtigung, aber das hier, ey, das ist der Wahnsinn. Man kämpft hier gegen das Auto. Das ist überhaupt keine Hilfe. Das macht es einfach nur schwieriger. Das macht es wirklich einfach nur schwieriger. Start ist nur so halb gelungen. Ich weiß nicht, wie das mit dem ERS läuft. Doch jetzt weiß ich es. Das ist auf Automatik. Also auch da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich vermute mal, dass das recht vorsichtig eingesetzt werden wird. Und dass man sich somit eher denkt, ja, benutzt doch mal mehr. Aber es wird sich zeigen, wie das genau läuft. Vor allem in Racing-Situationen wird das halt, glaube ich, echt knallhart. Gerade gegen Joe gab es da schon so eine knappe Situation. Da hat die Fahrhilfe dem einfach so wenig Platz gelassen in LeComp. Da kann man fast nichts dagegen machen. Bin gespannt, ob das auch die ein oder andere Kollision provoziert. Und es ist vor allem langsam. Ich möchte so, so viel früher aufs Gas. Aber die lässt einen gar nicht so richtig. Die Bremshilfe ist das, denke ich mal, in dem Fall. Die übrigens extrem stark ist. Das bremst ja komplett für einen. Ich muss ja gar nicht bremsen. Man kann einfach voll auf dem Gas bleiben. Man kann einfach... Ich bin die ganze Zeit voll auf dem Gas hier jetzt gerade. Ihr seht es natürlich nicht, aber Vollgas, 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 Vollgas. Ah, jetzt erst, jetzt gibt er das wirklich. Ey, wir verlieren so viel Zeit. Das war so clean gefahren, wie nur möglich jetzt. Da waren keine großen Fahrfehler wirklich dabei. Ah, es ist einfach langsam. Wow. Unglaublich. Also Respekt wirklich an jeden, der damit spielt und irgendwie schnell ist. Aber ich würde behaupten, das ist gar nicht möglich. Also im Prinzip ist es ja eh so, dass jede Fahrhilfe einen ein bisschen langsamer macht. Vorausgesetzt, man beherrscht es ohne gut. Und wenn dann alle aktiviert sind, wow, dann kann das wirklich was werden. Also ich merke schon, der Hauptbestandteil dieser Challenge hier wird es irgendwie nicht letzter zu werden. Aber ich weiß nicht, wie das was werden soll. Das wird echt schwierig, wenn es so weitergeht. Oh, hier in Kurve 1 macht er das aber stark. Da macht er das richtig gut und somit kommen wir auch ins DRS rein von Albon. Das war wichtig. Oh, der bremst hier Eno Rouge. Warum bremst du Eno Rouge? Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Nicht mal DRS können wir selber aktivieren. Also man kann ja auch wirklich gar nichts machen. Das ist auch so ein Aspekt des Ganzen. Es ist einfach unfassbar langweilig. Also man gibt nur Vollgas. Man muss nicht mal vom Gas runter. Und lenkt nur. So halb zumindest. Also der lenkt ja auch zum Teil für einen. Ich traue es mich nicht komplett gar nicht zu lenken. Ich glaube, das kann man nicht machen. Ja, nee, nee, das nicht. Also diese Lenkhilfe ist wirklich nur so eine Unterstützung. Hilfe würde ich nicht sagen, weil das ist keine Hilfe. Aber es ist nicht so, dass er komplett selber für einen fährt. Dann wäre es ja aber auch wirklich komplett witzlos. Immerhin fährt man so halt wahnsinnig konstant. Bin mal gespannt, was für Rundenzeiten wir hier so hinlegen werden. Ich vermute, dass die alle innerhalb von einer Sekunde voneinander sein werden. In normalen, cleanen Runden zumindest. Einfach, weil man nichts verkacken kann. Das ist völlig unmöglich. Jetzt werden wir angegriffen und ich möchte verteidigen. Oh! Und die Hilfe lässt mich nicht so richtig. Somit kommen wir da erst viel zu spät hin. Und das wäre fast ganz dramatisch geworden hier gegen Nico, aber... Wir sind hier bei der Fahrschul-Challenge.
Da werden mit Sicherheit auch Aktionen dabei sein, die nicht ganz so die nicht ganz so clean sind. Irgendwie halten wir uns noch davor. Was wird das hier für eine Zeit? Das war jetzt die erste Nicht-Startrunde. Eine 49, okay. Was auch ganz, ganz wild ist, ist die komplette Traktionskontrolle. Der braucht so lang, bis der Vollgas gibt. Das ist echt, echt krass. Vor allem in so schnelleren Kurven, wo man eigentlich auch in einem hohen Gang ist, wo man das gar nicht nötig hat, irgendwie vorsichtig zu sein. Auch da. Auch da. Und jetzt wird es schon knapp gegen Hülkenberg. Dürfen wir verteidigen? Ja, tatsächlich, aber irgendwie schwierig. Ja, das gelingt ganz gut. Ich hätte ehrlich gesagt nach der ersten Runde erwartet, dass wir hier schneller durchgereicht werden. Aber das ist ja sogar ganz in Ordnung. Also schon irgendwie auch krass, dass man auf 100er KI ganz okaye Chancen hat. Also nach vorne machen wir zwar nichts, aber mit dem Grüppchen hier hinten fahren wir irgendwie mit. Beziehungsweise halten die zumindest auf. Das ist ja wenigstens etwas. Och, hier so langsam im fünften Gang das Ganze. Und bis der mal Vollgas gibt. Meine Fresse, das dauert alles. Das ist unglaublich. Also man merkt richtig, wo man Zeit verliert. Und man verliert reichlich Zeit. Nicht nur ein bisschen. Tatsächlich ist das Controller-Spielen eine viel, viel kleinere Herausforderung, als ich gedacht habe. Ich dachte, dass mir das auch so ein bisschen Probleme bereiten wird, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Ich glaube, ich spiele das Spiel gerade wirklich zum ersten Mal mit Controller. Aber das ist gar kein Ding, weil es wirklich so... Weil man selber so wenig hier machen kann, so wenig Chancen hat, irgendwas zu machen, dass es gar kein Ding ist. Ah, jetzt kriegt der Orush aber auch mal Vollgas hin. Na, immerhin, das ist ja wenigstens etwas. Nächster Versuch vermutlich von Hülkenberg. Geht fast davon aus, dass wir von dem gar keine Ruhe mehr bekommen werden. Mann, ich will hier innen hin! Es ist so nervig, man kann... Und jetzt können wir ihn ja auch nicht outbreaken. Wir können ja nichts machen. Wir hatten da gerade keine Chance, das zu verteidigen. Das stand von Anfang an fest, dass er da überholen wird. Wir können nämlich nicht innen covern so richtig, weil die Hilfe einen die ganze Zeit wegzieht zur Ideallinie. Und es ist nicht möglich, spät genug zu bremsen, weil das ja einfach für einen bremst. Ich habe noch nicht einmal in diesem Rennen selber die Bremse betätigt, ne? Also gar nicht. Nicht mal ein bisschen. Ja gut, außer vielleicht am Anfang, als ich noch nicht gecheckt habe, wie das hier genau funktioniert mit dieser Hilfe. Es ist halt auch die Frage, wie zur Hölle man so jemanden überholen soll. Wir halten hier ganz okay mit Nico. Der konnte sich viel weniger absetzen, als ich gedacht hätte jetzt in diesem Mittelsektor. Aber es ist ja unmöglich, später zu bremsen. Es wird auch unmöglich sein, irgendwie innen anzubremsen für Busstop jetzt gleich oder so. Selbst falls wir da ganz gut rankommen sollten. Das wird lustig. Aber das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich mal eine Situation, in der wir nah rankommen können. Wenn du mir auch mal EAS geben würdest, du Idiot! Der verwendet das gar nicht richtig in so einer Situation. Und es geht jetzt... Warum lupfst du hier? Durch Blondschimmer hindurch. Das war in keiner anderen Runde ein Thema. Ja, und jetzt bremst er nicht spät genug. Oh, ja, doch. Ah, wir berühren ihn sogar so ein bisschen. Schieben den hier an. Ja, komm. Das soll mir recht sein. Irgendwie sind wir noch dran. Zeiten aber wirklich. Also alles 49er Zeiten, glaube ich, die wir bisher gefahren sind, ne? Also wie ich schon vermutet habe, unglaublich konstant. Ja, immerhin. Aber halt konstant langsam. Oh, boah, all das ist frustrierend. All das ist wirklich 0,0 Spielspaß, wenn man so spielt. Respekt an jeden, der das irgendwie durchzieht. Oh, jetzt wird's vielleicht mal wild. Vielleicht eine der interessantesten Szenen, die wir bekommen werden, zu dritt nebeneinander für einen kurzen Moment. Und tatsächlich gelingt es, Hülkenberg zu outbreaken. Riesenglück auch in der Situation, dass er vor Bottas vor Joe verteidigen wollte und nach innen geht und die Ideallinie freimacht. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann keine Chance, dass wir den überholen. Dann sind die vielleicht beide vorbei an uns. Aber so, alles super. Geile Situation. Ja. Und dann werd direkt so langsam. Ist gar kein Problem, wirklich. Wir sind hier nur in einem Formel-1-Rennen. Lasst dir alle Zeit der Welt. Oh Gott. Das ist so, als würde man sich ein Video anschauen und sich aufregen, weil derjenige so vorsichtig fährt. Aber das ist kein Video, sondern man spielt selber. Aber es fühlt sich fast an wie ein Video. Es ist wie so eine Mischung aus selber spielen und Video schauen, wirklich. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Es ist echt der Wahnsinn. Oh, gelbe Flagge. Das ist interessant, lol, hier! Unser Teammate, Gasly, was ist denn da passiert? Safety Car auch, perfekter Moment! Was zur Hölle? Was haben die denn gemacht? Ist das vielleicht so eine Silverstone-Situation? Tatsächlich, Hamilton möchte an die Box, unser Teammate nicht. Und dann passiert es wie an der Box in Silverstone häufig, dass die sich gegenseitig ja so ein bisschen anschieben, sich nicht einig werden. Und dann stehen die da halt. Unser Teammate kommt ja auch nicht so richtig weg.
Hamilton möchte dann auch auf jeden Fall an die Box. Ja, sehr interessant. Das Safety Car ist aber super, weil das alles jetzt ein bisschen zusammenbringt. Vielleicht bekommen wir so nochmal ein paar spannende Momente, am Restart dann vor allem. Und erstmal der Boxenstopp. Ich vermute, hier wird man nichts machen müssen. Aber müssen wir doch selber drücken tatsächlich. Okay, ich schätze mal, das kann man auch wahrscheinlich irgendwie deaktivieren. Aber gut, so ist es. Losfahren auch? Los, gib Gas. Nee, losfahren macht er dann wiederum selber, genauso wie auch das Anbremsen für die Boxengasse schon. Mediums bei uns am Auto, bei einigen aber harte Reifen, wie unter anderem bei Joe, der hier auch in der Gegend war. Hier fährt der komplett selber raus sogar. Erst jetzt können wir zumindest mal wieder Gas geben. Position 16. Das Safety Car wartet noch. Ja, okay. Das hat jetzt insgesamt natürlich nicht geschadet. Ah, was aber cool ist, der hält sich auch von alleine ans Delta. Also übrigens, mein Finger ist hier die ganze Zeit volle Kanne auf dem Gas, ne? Ich glaube, den habe ich nicht einmal in diesem gesamten Rennen so ein klein bisschen bewegt. Ja, doch, wohl schon, aber also die allermeiste Zeit ist das einfach wirklich Vollgas und dazu lenken. Aber das ans Delta halten ist aber, das ist wirklich meine Hilfe, muss man fairerweise sagen, weil man es so halt nicht verkacken kann, wie es uns ja auch schon passiert ist. Ich glaube sogar in Spa tatsächlich, oder? In der Karriere, war das nicht in Spa? Ich bin mir nicht mehr sicher, kann aber gut sein. Eine Runde später, ein paar weitere nun an der Box, schnappen wir uns aber allesamt. Oh, wir haben jetzt schon echt ganz gut profitiert von diesem Stop, ne? Position 14 und wieder völlig den Anschluss hergestellt zu allen davor. Das war alles andere als verkehrt. Ich würde mich interessieren, ob der einen überholen lässt. Hinterm Safety Car, oh! Okay, ich glaube, das lässt er. Alter! Da habe ich jetzt mit einem... einem härteren Abbremsen gerechnet. Dann der Lenkassistent, der uns da... schwere Kollision, Alter, leck mich am Arsch. Was ist daran denn eine schwere Kollision? Ja, komm, fahr vorbei. Mein Gott, was eine Scheiße. Alter, die ganze Zeit knallt er einem volle Kanne die Bremse rein, sodass man Vollgas um die Strecke fahren kann. Und jetzt, wenn das Safety Car draußen ist, dann verlangsamt er einen nicht so, wie es sein sollte. Oder nicht genug zumindest, um nicht den Vordermann reinzukrachen. Ist lustig, okay. Aber ja, die Frage ist somit beantwortet. Wenn auch ein bisschen anders, als ich es gerne gehabt hätte. Man kann überholen hinterm Safety Car. Hülkenberg hat auch Schaden. Da fehlt rechts die Endplate. Frag mich, ob das was mit uns zu tun hat. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie. Hat er uns berührt mit seinem Frontflügel? Eigentlich nicht, ne? Ich frag mich viel eher, wie wir da unbeschadet durchgekommen sind, ehrlich gesagt. Oh, tatsächlich? Nee, nicht ganz. Aber durch so langsamere Kurven kommt man auch fast ohne selber zu lenken. Auch hier? Ich mache jetzt mal nichts, nur so ganz minimal aufs Gas vielleicht. Ja, dann geht das, dann geht das. Dann muss man nicht mal so wirklich selber lenken. Ich glaube, sobald es dann ein bisschen schneller wird, wie jetzt hier, dann wird man auch ganz schnell zu weit rausgetragen. Safety Car Restart, da bin ich auch mal gespannt. Eine gute Position ist natürlich gelaufen, jetzt durch die 10 Sekunden Strafe. Aber trotzdem möchte ich es gerne versuchen, auf der Strecke so weit nach vorne wie möglich zu kommen. Vielleicht in Richtung Top 10. Ich glaube, das ist sehr, sehr optimistisch. Hier können wir natürlich noch nicht überholen, ne? Oder? Ja, nee. Wäre zu schön gewesen. Ich dachte, das Spiel lässt einen vielleicht damit davonkommen, aber nix da. Ja, komm, zumindest so nah dranbleiben, wie es geht. Gib Gas, du Vollidiot! Auch nö! Mann! Wie viel verliert der denn? Eine Sekunde verloren, nur im Anbremsen und in der Durchfahrt durch die Schikane eigentlich, obwohl ich da nichts gemacht habe. Einfach nur Vollgas gegeben und eingelenkt halt. Das ist der Wahnsinn. DRS natürlich jetzt auch erstmals deaktiviert. Und das sind eigentlich keine guten Neuigkeiten. Also der Restart war wesentlich unspektakulärer, als ich es erwartet hätte. Wir hatten gar keine Chance, irgendwas zu machen. Und jetzt hat Hülkenberg halt eine runde Zeit, um sich hier eventuell aus dem DRS zu lösen. Und da kommen wir schon Logan an. Aber werden wir von dem jetzt auch noch überholt, oder was? Hat ein Rad in Lecompte hinein. Ja. Boah, das war sogar mal ein ganz gutes Duell. Perez ist hier voll weit hinten. Der ist vor Albon unterwegs auf der 12. Passend zum Real-Life-Perez. Gut umgesetzt hier im Spiel. Da kann man nichts sagen. Bin mal sehr gespannt, ob es jetzt gelingen kann, hier im DRS zu bleiben von Nico. Wenn ja, dann haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit. Wenn nein, dann geht es jetzt in den nächsten Runden eher gegen Logan. Aber tatsächlich sieht das ganz gut aus. Ganz netter Windschatten jetzt hier auch auf Nico. Na, vielleicht ist das Ding noch nicht so ganz durch.
Wer weiß. Ich wage es immer noch zu bezweifeln, dass wir es wirklich hinbekommen. Obwohl, vorhin haben wir den ja auch überholt, ne? Als Joe da so ankam in der einen geilen Situation. Und Hülkenberg ist auch raus aus dem DRS von Albon, so wie es aussieht. Also das ist vielleicht gar nicht mal so unmöglich. Kurve 1 ist übrigens mit Abstand die beste Stelle für diese ganzen Fahrhilfen hier. Da kommt man jedes Mal richtig, richtig gut durch. Ich würde fast behaupten, das wäre ohne Fahrhilfen nicht mal sehr viel langsamer. Nicht so dramatisch, zumindest wie in den anderen Kurven. So, jetzt zeig mal her, da vorne gibt es ein Duell, Perez gegen Albon. Albon überholt Perez tatsächlich und wir bremst zu spät genug. Ja, oh, tatsächlich können wir uns hier daneben setzen und vorbeischieben an Hülkenberg. Come on. Wow, Platz 14. Oh, Verbremse! Von Albon hier vorne, noch eine Position bekommen wir geschenkt. Ah, jetzt beginnt so langsam diese 10-Sekunden-Strafe ein wenig weh zu tun. Okay, aber auch ein 13. Platz ist jetzt nicht gerade weltbewegend. Okay, ich werde es verkraften, den nicht zu haben dann am Ende. Und vielleicht wird es auch ohnehin auf der Strecke noch ein bisschen schlechter. Hier kommt jetzt nämlich Hülkenberg an. Bitte fahr Vollgas durch Blanchimont hindurch. Das ist irgendwie random. Also es ist nicht mal so, dass der in jeder Runde dasselbe macht. Rouge nimmt der manchmal Vollgas, manchmal nicht. Blanchimont nimmt der meistens Vollgas, manchmal aber auch mit so einem kleinen Lupfer. Jetzt Hülkenberg hier innen und hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn er uns vielleicht das DRS gegeben hätte. Aber nee, das Geschenk bekommen wir nicht. Letztes Mal Rouge, worauf hast du diesmal Bock? Diesmal hat er wieder Bock auf Vollgas, so ansatzweise. Das ist doch eine coole Sache. Gibt uns die bestmögliche Chance, um hier zu verteidigen gegen Nico. Der ballert jetzt scheinbar auch nochmal ordentlich ERS raus. Trotzdem haben wir hier aber irgendwie schlechte Karten. Sargent und Hülkenberg kommen da auf einmal an. Oh, aber richtig schön spät angebremst. Super, außenrum wieder vorbei an Logan. Das hätte man, wenn man selber wirklich spielt, auch nicht viel besser machen können. Sehr, sehr stark. Wieder Position 14, schön verteidigen hier im letzten Moment. Asozial? Aber wir sind Fahrschüler, Logan. So ähnlich wie du. Also das musst du dann auch irgendwie nachvollziehen können. Die letzten Meter des Rennens jetzt. Eventuell nochmal eine Chance gegen Hülkenberg in Busstop hinein, wenn alles gut läuft. Wer weiß. Ja, ob hier alles gut läuft, hängt tatsächlich sehr wenig von mir ab, sondern viel mehr von den Hilfen, worauf die so Bock haben. Und auch davon, worauf Hülkenberg hier Bock hat. Ja, der fährt aber nicht ganz so schnell durch diesen Mittelsektor hier hindurch. Wir haben auch noch ordentlich ERS angespart. Jetzt hoffentlich ballert der das raus. Komm, gib mir das. Ja, ja, der haut das raus und Hülkenberg ist am Blinken. Kein ERS-Einsatz also bei ihm. Somit haben wir vielleicht die Möglichkeit. Oh, außen rum in Blanchimont. Wow, tatsächlich richtig schöner Move nochmal zum Abschluss. Wahnsinn, dass man sowas da durchziehen kann. Hätte ich nicht erwartet. Und somit wird es auf der Strecke Platz 13 mit der Strafe. Natürlich ein letzter Platz, das war auch schon länger klar. Aber trotzdem, ja, echt vernünftiger als ich dachte. Das war 100er KI. Cool, da hört man Ocons echte Stimme. Ich habe so selten Rennen mit echten Fahrern gespielt, dass ich das gar nicht kenne. Ja, nicht mal so schlecht vom Ergebnis her, wirklich nicht. Das ist erstaunlich. Das war's nun auch schon von diesem Video hier. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich kann euch nicht empfehlen, das selber mal auszuprobieren. Es sei denn, ihr wollt euch ein bisschen aufregen. Ja, also im Endeffekt wurde es ganz okay. Man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Aber es ist halt, also es ist eher irgendwie nervig als alles andere, wenn man auch unsere schnellste Runde sieht. Also das ist schon weit, weit weg. Über eine Sekunde langsamer als Gasly. Kein anderer hat überhaupt eine 49 als schnellste. Ja, doch hier. Joe und Sargent, okay, aber wahrscheinlich auch, weil... Ja, doch, hier haben es einige. Die waren halt die ganze Zeit hinter uns gefangen, konnten gar nicht so richtig ihre volle Pace fahren. Ich schätze mal, daran liegt das eher. Ja, sehr interessante Challenge. Respekt an alle, die wirklich immer so spielen. Ihr habt Nerven. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!